Strecke führt die Wissenschaftler noch immer in den Untergrund, zu der verschütteten Stadt Herculaneum. Im Jahr 2005 gruben die Forscher ein Tunnelsystem aus, das sie lange vor ein Rätsel stellte. Erst die Untersuchung der fast 2000 Jahre alten Ablagerungen ergab die tatsächliche Funktion. Das Gewölbe diente als gigantische Abwassergrube. Die aufregendste Entdeckung war, dass noch getrocknete Reste des Abwassers erhalten sind. Das Depot ist etwa 1,5 Meter tief und 80 Meter lang. Das ist die größte Ansammlung von menschlichen Hinterlassenschaften aus der Antike. Für die moderne Forschung ist die Kanalisation von Herculaneum ein wertvoller Datenspeicher aus einer längst untergegangenen Welt. Im Jahr 79 nach Christus erschüttert den Golf von Neapel eine furchtbare Naturkatastrophe. Ein gewaltiger Vulkanausbruch löscht den Menschen aus. Wie der Vulkan auf der Karibikinsel Montserrat im Jahre 1997 schleudert der Vesuv gigantische Mengen von Asche und Bimsstein in die Luft. Dann bricht die kilometerhohe Säule aus vulkanischem Material in sich zusammen und rast als pyroklastische Welle zu Tal. Die 500 Grad heiße Wolke aus Asche und giftigen Gasen verkohlt dabei jedes Leben, jedes organische Material innerhalb von Sekunden. Die Städte Herculaneum und Pompeji bleiben fast 17 Jahrhunderte unter einer massiven Lava- und Ascheschicht begraben. Mit der Zeit gerät ihre genaue Lage in Vergessenheit, bis im Jahr 1710 der Bauer Ambrogio Nucerino zur Bewässerung seines Gartens einen Brunnen aushebt. Dabei macht er eine verblüffende Entdeckung. In 20 Metern Tiefe stößt er auf die Überreste eines Gebäudes. Der Bauer steht auf der Bühne eines antiken römischen Theaters mit marmorverkleideten Wänden, Ehrenlogen und Reiterstandbildern aus Bronze. Unter dem Gemüsegarten wartet eine ganze Stadt auf ihre Entdeckung. Eine Inschrift verrät ihren Namen: Herculaneum. Knapp 30 Jahre später, im Jahr 1738, startet Karl III., König von Neapel-Sizilien, in Herculaneum eine der größten Ausgrabungskampagnen der Geschichte. Er finanziert die Arbeiten aus der Staatskasse und beauftragt den Spanier Rocco de Alcubierre mit dem streng geheimen Projekt. Die Plünderung Herculaneums nimmt ihren Lauf. Los, bewegt euch! Hey du, pass auf! Idiot! Bis heute liegen 2/3 Herculaneums unter den Lavamassen begraben. Der einzige Zugang zu den verschütteten Teilen der Stadt sind die alten Grabungstunnel Alcubierres. Der britische Archäologe Andrew Wallace Hadrill leitet das Herculaneum Conservation Project und hat die unterirdischen Gänge erforscht. An dieser Stelle begannen die Ausgrabungsarbeiten. Hier sieht man eine Säule, dort noch eine. Entlang der Tunnel finden sich ganze Säulenreihen. Das muss die Basilika sein, ein wichtiges öffentliches Gebäude. In ihr wurden wertvolle Statuen und Inschriften entdeckt. Es wäre wirklich spannend, hier weiterzugraben, aber im Moment ist das unmöglich. Denn direkt über uns befindet sich die moderne Stadt. Über der antiken Stadt hat sich Herculano ausgebreitet, ein Vorort von Neapel mit rund 55.000 Einwohnern. Die Ruinen des antiken Herculaneum liegen unter dem Zentrum der Stadt. Für jede weitere Grabung müssten unweigerlich Häuser abgerissen werden.
Unter der Erde befinden sich noch gänzlich unerforschte Wohngebiete. Das antike Theater und die Basilika, die für die Wissenschaft Nachrichten aus der Zeit ihres Untergangs bergen. Im Jahr 79 nach Christus ist Herculaneum eine mondäne Küstenstadt am Golf von Neapel. Das Imperium Romanum wird von Kaiser Titus regiert und herrscht weit über den Mittelmeerraum hinaus. Es ist eine Zeit voller Überfluss und Dekadenz. Die Villen und Paläste sind prunkvoll ausgestattet. Selbst in öffentlichen Badehäusern wie der Therme Suburbane wurden die Wände bemalt und farbiger Marmor verbaut. Das Atrium, geschmückt mit einer wertvollen Büste von Apollo. Klassische Kunstwerke, die Geistesgrößen wie Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und Gotthold Ephraim Lessing beflügelt haben. Die hohe Wertschätzung der deutschen Dichter und Denker für die Schönheit der klassischen Antike ist dem Sohn eines Schuhmachers aus Stendal zu verdanken, Johann Joachim Winckelmann. Der Mann, der Goethe und Schiller inspirieren wird, arbeitet 1748 in der Nähe von Dresden. Als Bibliothekar von Schloss Nödnitz zeigt er den Gästen des Hauses die Schätze der Literatursammlung. Sein Arbeitgeber ist ein ehemaliger Diplomat mit engen Beziehungen zum königlichen Hof, Graf Heinrich von Bühnau. Ah, Herr Winckelmann, da sind Sie ja. Herr Graf, hier ist der Band nach dem... Das ist das neueste Buch. Auf Schloss Nödnitz hat Winckelmann Gelegenheit, die bessere Gesellschaft zu studieren. Das letzte Woche ist auch schon... Es ist die Epoche des Barock. Doch das Überladene liegt Winckelmann nicht. Er sehnt sich nach natürlicher Anmut und Klarheit. Sein Ideal ist die klassische Antike. Bis tief in die Nacht liest er die Werke von Plinius, Sophokles oder Homer. Dichter und Philosophen interessieren die Ausgräber von Herculaneum nur in Gestalt von attraktiven Statuen und Büsten. Gut. Bring das da hinten her. Gefragt sind nur die schönsten Stücke. Was nicht den Wertvorstellungen Rocco de Alcubierres und seines Auftraggebers entspricht, wird weggeworfen und oft zerstört. Obwohl das neapolitanische Königshaus die Ausgrabungen als Staatsgeheimnis behandelt, macht bald der Vorwurf von rücksichtsloser Schatzgräberei die Runde. Doch die Kritik ficht Alcubierre nicht an. Was zählt, ist der Erfolg. Schätze für den König. Das Ziel der Kunsttransporte ist der Sommersitz des Königs von Neapel, der Palazzo Reale in Portici. Bestärkt von seiner jungen Frau, der erst 14-jährigen Maria Amalia von Sachsen, plant Karl III. Ein exklusives Privatmuseum. Mit der Antikensammlung will der 22-jährige Regent beweisen, dass er über die größte Kulturnation Europas herrscht. In Herculaneum sieht Karl III. Eine persönliche Schatztruhe, die es zu heben gilt. Majestäten, wenn Sie erlauben. Hey, ladet die Gäste ab. Hunderte Antiquitäten liefert Alcubierre nach Portici. Doch zu sehen bekommt die Funde kaum jemand. Der König hält die Kunstwerke unter strengstem Verschluss. Die Sammelleidenschaft von Karl III. Begründet eine der bedeutendsten archäologischen Kollektionen der Welt. Die Statuen, Fresken und Mosaike im heutigen Nationalmuseum von Neapel gewähren einen einzigartigen Blick auf die hohe Kunstfertigkeit im Römischen Reich. An ihrem ursprünglichen Ort sind nur noch wenige außergewöhnliche Fresken und Mosaike erhalten. Viele sind Sonne, Wind und Wetter ausgesetzt.
und ein Fall für Andrew Wallace Hedrill und sein Team. Unter seiner Leitung werden aufgebrochene Mosaike und verblasste Wandmalereien der einst farbenfrohen Antike aufwendig restauriert und konserviert. In dem Moment, wo man ein Areal ausgräbt und den Elementen aussetzt, beginnt ein unaufhaltsamer Zerstörungsprozess. Wenn man sich nicht um eine permanente Instandhaltung kümmert, wäre es besser gewesen, man hätte niemals ausgegraben. Denn so weiht man das Gelände ein zweites Mal dem Tod. Diese Zerstörung ist endgültiger als die durch den Vulkanausbruch. Besonders problematisch für die Konservatoren sind die vielen Tauben. Ihr Kot ist ätzend und verursacht irreparable Schäden. In Herculaneum werden Falken eingesetzt. Die Raubvögel sind natürliche Feinde der Tauben und haben deren Anzahl bereits drastisch reduziert. Sein Interesse an der Antike führt Johann Joachim Winckelmann zunächst nach Dresden. In der Sammlung des Kurfürsten Friedrich August II. Macht er eine Entdeckung, die sein Leben und den Umgang der gebildeten Welt mit der klassischen Kunst verändern wird. Auf Umwegen war der Dresdner Hof in den Besitz von Statuen aus Herculaneum gelangt, die berühmten drei Herkulanerinnen. In den Kunstwerken sieht Winckelmann seine ganze Leidenschaft für die Antike repräsentiert. Edle Einfalt, stille Größe, wird er später schreiben. Sein Ebenbild, das ist das Höchste, was der Mensch jemals hervorgebracht hat. Alberigo Arquinto, der Gesandte des Vatikans am sächsischen Hof, weist Winckelmann den weiteren Weg. Mein lieber Freund, ein Mann, der sich so für die Antike begeistert, der muss nach Italien. Am Hof von Neapel werden die Schatzsucher nach 10 Jahren Grabung mit den Ergebnissen aus Herculaneum zunehmend unzufriedener. König Karl III. Hat mit Hilfe von Rocco de Alcubierre zwar eine imposante Sammlung aufgebaut, doch wirklich interessante Funde werden immer spärlicher. Danke sehr. Hoheit, wenn Sie gestatten.